Schönen guten Abend, hallo, willkommen zu Blickpunkt Sport. Heute natürlich mit dem Spiel des FC Bayern in Wolfsburg und dem Thema Manuel Neuer. Dann freue ich mich sehr auf unseren Studiogast Felix Neureuther. Wir sprechen natürlich über die bevorstehende Ski-WM, die morgen beginnt, und das wichtige Thema Skifahren trotz Klimawandel. Wir zeigen Ihnen außerdem natürlich das Franken-Derby Greuther Fürth gegen den ersten FC Nürnberg. Und alle blauen Augen waren heute nach Oldenburg gerichtet. Denn der TSV 1860 ist ja dort zum ersten Mal mit Günter Gorenzel als Interimscoach angetreten, nachdem sich der Club ja am Dienstag von Michael Köllner getrennt hatte. Und jetzt haben wir erstmal die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga für Sie mit Esther Sedlacek in der Sportschau. Und direkt danach sind wir wieder live hier zurück mit Blickpunkt Sport und Felix Neureuther. Ja, da haben die Bayern also die Tabellenspitze wieder zurückerobert, nachdem sie sie gestern ja mal ganz kurz an Union Berlin abgegeben hatten. Sportlich läuft es also wieder. Wir hören aber auch gleich, was Julian Nagelsmann noch zum Thema Manuel Neuer sagt. Außerdem freue ich mich auf unseren Studiogast Felix Neureuther. Wir sprechen über die bevorstehende Ski-WM in Frankreich, aber auch über das wichtige Thema Skifahren trotz Klimawandel. Dann zeigen wir Ihnen das Franken-Derby Greuther Fürth gegen den ersten FC Nürnberg und schauen, was die 60er heute in Oldenburg gemacht haben. Und damit willkommen zurück zum Blickpunkt Sport. Ja, bei den Bayern läuft es wieder. Sportlich haben wir ja gerade gesehen auf dem Rasen. Aber es gibt auch immer Themen, auch das haben wir kurz im Interview gehört, die für Unruhe sorgen, wie das Interview von Manuel Neuer in dieser Woche in der Süddeutschen Zeitung. Und das hat Julian Nagelsmann heute noch dazu gesagt. Ja, also da gab es nicht den gewünschten Trainereffekt. Wir schauen noch auf das älteste Derby in Deutschland, das zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem ersten FC Nürnberg. Die Fürther haben glücklich mit 1:0 gewonnen und haben den Club damit immer weiter Richtung Abstiegszone geschossen. Gottfried Oliver. Ja, und für Nürnberg geht es am Mittwoch weiter im Pokal gegen Düsseldorf. Können Sie gerne mitverfolgen bei unserem oder in unserem BR24 Sport Live Center. Und nächste Woche hier an dieser Stelle im Blickpunkt Sport ist Maria Höfel-Riesch zu Gast, natürlich zur Ski-WM. Und da begrüßt sie dann Markus Othmar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.